Man gibt da nicht so viel zum Aufschreiben. Bis jetzt noch nicht. Bis jetzt noch nicht. Richtig so jetzt auch fahren. Zwischendrin vielleicht nochmal rausnehmen, aber. Ja. Ja. Das war jetzt aber weniger schlimm gewesen. Ja, hast du auch schon mitbremst, ja. Dann kannst du in den nächsten Flieger wieder nach links. So, dann kannst du um die Kurve und dann gehen wir dann rechts rauf. Kannst du nach links abbiegen?
Wie früher bei den Rittern. Genau. Dort vorne zwischen dem weißen und dem schwarzen Auto, dort könntest du mal seitwärts hier parkieren. Hätte ja. Sicher, sicher. Ja. Fahren wir rein, dann können wir noch korrigieren. Dann. Ah, das ist der Randstein. Oder nicht? Hä? Das, was jetzt so tut, nein, das ist das Auto, das du kommst, also wo du vorbeigefahrst. Aha. Jedes Mal, ey. Doch. Geradeaus. Du musst noch den Spiegel aufs R, dann siehst du noch etwas besser, was du da anstehst. Ah, oh, jetzt habe ich gerade vertreten, falsch wie vorher schon richtig. Da. So. Jetzt bin ich wieder zu weit weg. Mm. Nachher. Eigentlich die erste Seite, die du gemacht hast, war schon richtig. Dann wärst du näher gekommen. Ah. Und dann hast du dann gedreht. Und dann, genau, und dann hast du dann einfach gerade gemacht. Dann bist du das Mitteldings gewesen. Und jetzt kann ich eigentlich so ein bisschen noch führen. Da machst du ganz viele Zuschauer, die da zuschauen. So. Sieht etwa ein bisschen besser aus. Nein. Das bin ich ganz schräg. Nein, das war ganz schlecht jetzt gewesen. Du musst ja mit dem ganzen Auto musst ja so 25 cm. Gegen den Rand. Eigentlich, die erste Ding war ganz schlecht, was du gemacht hast. Genau. Jetzt schaust du mal, dass es nicht kommt hinein. Und fährst so nochmal raus. Wenn du steil rausfährst, umso schneller kommst du halt dann nachher richtig Randstein, oder? Ja. So. Ja, ich denke, das wird lange. Jetzt machst du richtig grad. Und das, was du jetzt hinterfährst, kommst du näher. Wenn es jetzt noch extrem willst, dann könntest du jetzt noch rechts rum. Ja. Dann kommst du aber dann sehr schnell richtig rot war. Das ist jetzt wahrscheinlich zu viel. Jetzt schaust du mal rum. Immer dran denken, aber schnell. Siehst du, jetzt kommst du rein. Und jetzt langst du wieder zurück, dass du wieder vorne hinkommst. So, jetzt bist du im Randschein gekommen, aber jetzt ist es easy, jetzt kannst du führen. Das ist ja die einfache Korrektur. Und wenn du Platz hast, lieber am Randschein ankommen, dann kannst du wenigstens gleich führen korrigieren.
Und fahre noch ein bisschen. Kommst du noch ein bisschen Räder? Ja, etwa so. Gut. So, siehst du, so easy ist es eigentlich. Ja, mega easy. Die erste Dinge war schon richtig, du bist so raus. Ich bin einfach die... Und dann hast du so gedreht und dann hast du irgendwas gesagt und dann hast du gedacht, ah, oh, nein, jetzt sind wir auf der Fahrstelle, dann bist du wieder zurück. Ja, stimmt. Und dann hast du auch gemerkt, irgendwie ist das komisch, weil du bist dann noch weiter weg, wärst du noch weiter weg gewesen. Und dann hast du den Dreh einfach gerade gemacht, dann hast du das Zwischending gehabt. Ja. Bist so ein bisschen näher gekommen, schon, aber nicht so wirklich. Ja. Weil du halt zwischendrin schon das Auto fast wieder gerade gestellt hast. Ja, stimmt. Genau. Aber es ist jetzt ein relativ kleines Parkfeld, aber es musst du auch dafür wissen, musst du korrigieren. Müssen wir noch mal in die Abend gehen. Genau. Hast du noch Zeit bis morgen? Genau. Gut, dann fahren wir da wieder ein bisschen. Ich glaube, das ist gut. Und blinken nochmal schnell raus? Ja. Schau immer schnell da hinten durch. Du hast jetzt zwar so, aber schau, in der Mitte siehst du viel mehr. Okay. So. Das ist jetzt wieder oh, das Auto, das jetzt so piepst. Oh, die oh tiefen Töne sind immer die Sachen, die auf dich zufallen. Mm. Das geht schon. Ja, der hat jetzt gedacht, jetzt stellt er ab, wenn du so lange im Parkier hast. Strom sparen. Gehen wir dann links runter. Okay. Also richtig lang wäre es eigentlich gewesen, wenn der Akku dann abgestellt hätte von der Kamera. Das wäre dann wirklich zu lang gewesen. Es ist natürlich auch fies, wenn irgendwie 20 Kinder zuschauen, wie du parkierst. Ja, die habe ich im Fall erst am Schluss bemerkt, was du gesagt hast. Bevor ich die gar nicht checke, dass sie dort stehen. Gut, die checken auch mega sicher. Ja. Das ist ja auch von dem Kampf. Dann kommst du unter der Hauptstraße dann rechts ab. Pluspunkte jetzt kein Geld. Eben, das ist jetzt. Wenn der Rest jetzt alles gut ist und das jetzt nicht, dann. Sofern gut rumschaust, das muss man dazu sagen. Also, wenn du jetzt natürlich nicht hinten schaust und auf hinten fährst, dann ist es schon nicht gut. Okay. Aber wenigstens schauen. Wenn es nicht geht mit dem. Genau. Okay. Dann machst du erst einen guten Eindruck. Ja. Sie gab sich so tun, als würde ich es können. Genau. Sagst du, sonst ist es immer gegangen. Du kannst richtig Zürich fahren. Es liegt am Parkfeld. Genau. Das haben sie mir als Witz gemacht, um uns ein bisschen zum Schüler verschrecken. Boah, ich bin so Schiss. Die erste Polizeikontrolle. Ah, die haben es lustig gefunden. Ja, sind sie so da gestanden und gesagt, ja, also sind wir die Scheibe runterlassen. Dann hast du gesehen, dann siehst du meine Scheibe runterlassen. Da war er schon am Lachen da draussen. Dann kam die Hinterscheibe. Dann sagt, nein, oh, nein. Vorne, dann irgendwann hat sie es mal runterlassen. Und dann ja, haben sie Lernfuss, wie sie dabei ist. Oh, an meinem Lernfall müsste ich zuerst die Kurve umhaben. Ja, das ist gleich. Du musst einfach im Auto haben. Ja,
er. Hat er gesagt, ja, nein, das ist gut, fahrt sie wieder. Und dann hat er noch irgendwie drüber das Auto abgehört, bevor wir dann losgefahren sind. Oh nein. Du hast noch nicht mehr brauchen. Hast du zum Glück am Schluss von der Fahrstuhl gewesen? Aber es war also am Anfang vom Fahren? Oder? Ja, so Mitte ungefähr. Ah, okay. Also sonst hat der Motor nicht mehr so viel abgewürgt. Das ist jetzt auch dort, wo du da warst. Ja, das verstehe ich. Das geradeaus fahren. Vielleicht klappt das rückwärts parkieren besser. Mal schauen. Ich kann noch schnell den Blick an die Brücke gehen. Ja, die Velos sind dir dankbar, wenn du da noch mal schaust, weil das ist schon recht eng. Gut, aber die können das selber schauen. Also weißt du, gut, es gibt aber ein bisschen die Hände wieder vor. Schauen eigentlich auch nicht. Ich realisiere es gar nicht, dass ich mal umprüfen kann. Ja, ist vielleicht besser so. Lange dann, wenn du morgen dran denkst. Ja. Im Lichtsignal kannst du wieder nach links. Dann kannst du vielleicht heute Nacht gut schlafen, wenn du nicht dran denkst. Ja, mal schauen, heute Abend. Na gut, nein, ich glaube, ich könnte erst gut schlafen, wenn ich die Prüfung bestanden habe. Dann von morgen? Ja, also, wenn ich es verstanden habe. Das ist nicht gut. Jetzt kann ich nicht mehr schlafen. Dann muss ich 2 Minuten warten. Ich bin ja dann gar nicht da. Also. Ich komme erst im Juli wieder. Oh, es ist höchstens warm. Der Regen ist dann wärmer wie jetzt. Ja. Ja, dann müsstest du gleich noch neue, also darfst du gleich noch ein neues Auto fahren. Ja, was ist für ein Auto dann? Eins mit dem Stern. Ah, oh, Mercedes? Ja, vorne kannst du noch rechts. Genau. Aber es geht schon von Mercedes an. Okay. Es wird so ein ähnlicher, oder? Ja, schon ein bisschen kleiner, aber. So. Etwa so groß wieder geschaltet, so ungefähr plus minus. Okay. Ja, da machst du groß. Da ist ein bisschen, das ist glaube ich, sehr klein da drüben. Und da ist glaube ich, alles besetzt. Ah. Ja.
zweiten Maiwoche komme ich wahrscheinlich wieder. Ah. So schnell? Mhm. Das Lagerfahrzeug, oh Gott. Wo ich gerade kann. Ja, sonst, wenn du einen willst bestellen, willst du etwas Jahr warten. Ja, gut. Doch. Stimmt. So, schau, da kannst du dann aber meine wieder rückwärts rein. So, schau mal, jetzt mal beruhigt da sitzen. Ja, sitzen. Jetzt weiss ich, du hast mal rumgeschaut. Könntest schon fast die Augen zu machen. Viel anders als letztes Mal. Ich weiß. Ja, sag auch, es ist ja dann gleich. Hauptsache, du schaust gut um. Ja. Jetzt musst du wieder korrigieren. Aber immer beim Korrigieren von Rückwärtsparkieren checke ich es irgendwie mehr. Ja, das ist schon gut. Nein, das jetzt. Willst du auf die Seite rüber? Nein, warte, ich bin falsch. iPhone. Mach es mir nicht ausspiegeln. Wahrscheinlich ist es einfacher, dann denkst du nicht die Seite verkehrt. Stimmt. Die Kamera verleitet gerne dazu, dass man dann genau falsch mal lang. Genau, jetzt kannst du so, jetzt kommst du einfach ein bisschen rein. So. Gut, dann kann das Auto absteigen. Also muss man zuerst ins P und dann absteigen? Ich würde zuerst ins P. Spielt nicht so eine Rolle, aber wenn du das gemacht hast, dann vergiss es natürlich nicht. Gut, ja, stimmt. So, wie ist es gegangen? Besser als letztes Mal. Das ist eigentlich, also ich habe es eigentlich einigermaßen gut gefunden, bis auf das Parkieren. Ja, sonst ist es wirklich hauptsächlich wirklich gut gewesen. Eben nicht wie letztes Mal haben wir gerade am Anfang schon den Eingriff gehabt, ja. Und dann ist noch irgendwo zwischen etwas gewesen. Und ja, so. Auch parkieren ist auch gewesen. Ja, dort vor allem auch, weil du dann wirklich nur die Kamera geschaut hast. Ja. Das hast du jetzt heute schon auch noch ab und zu gemacht, aber nicht mehr so extrem wie letztes Mal. Ja. Letztes Mal versuche ich wirklich die Spiegel zu brauchen, wieder Kopf drehen. Ja, dort. Die Spiegel vergisst ja nichts. Für das sind sie ja da, das müsste man, ja. Könnte man es auch wegschrauben. Stimmt. Wäre sogar aerodynamischer, aber das Opfer geben wir jetzt, dann haben wir wenigstens etwas zum Schauen. Genau. Sonst ist es eben, wie gesagt, relativ gut gewesen. Bei den Hindernissen. Einmal dort bei der Banane, dort hättest du noch können blinken. Du bist ja dort ein bisschen über die Mitte drüber. Das hast du auch müssen. Einfach schön schauen, blinken, wenn du vorbeigehst. Okay. Aber sonst, Autobahn ist gut gewesen. Wir sind zweimal hier gefahren. Beide Mal hat es eigentlich gut funktioniert. Dann sind wir noch die Tankstelle angefahren. Dort hast du auch gewusst, Tank auf der rechten Seite. Wo dann siehst, was ich muss hier tun. Leverer 95 da bei dem Auto. Ja. Einfach das Grüne. Genau. Auch das Grüne, genau, das ist wichtig. Dann haben wir noch das links abbiegen gehabt, dort zwischen der Insel, das hast du auch gut gemacht. Dort hättest du vielleicht noch gehen können, ja. Vor dem einen dort. Aber ja, also wenn du jetzt sicher bist, wartest du lieber einmal länger. Ja. Rechtsvortritt hast du soweit eigentlich auch gesehen. Ja, aber das Parkieren ist doch ein bisschen das Ding. Ja, das ist ja. Aber Parkieren ist eh nicht meine. Meine Stärke, nein. Manchmal klappt es und wenn nicht, dann ja. Gut, muss ich irgendwas Last hat jeder Mensch. Von dem her, ja. Die einen rauchen, du kannst jetzt auch nicht parkieren. Ja. Ja. Aber eigentlich eben, die Idee wäre eigentlich gut gewesen von der Korrektur her. Du hast richtig reagiert, siehst du. Und nachher hast du dann, ja. Vielleicht wird es da beim Rückwärtsfahren gedacht, ah nein, ist ja doch irgendwie so. Ich beim Seitwärts und Vorwärts habe ich immer Mühe beim Korrigieren. Weil dort muss ich beim Rückwärts parkieren, kann ich, weiss ich, wie ich muss lenken muss. Aber irgendwie beim anderen zwei ist irgendwie. Beim Vorwärts? Das ist ja. Ja, aber beim Vorwärts bin ich ja immer so, bin ich immer ein bisschen eher schräg drin. Gut, da vorne darf ich schräg, da sind die Schräge gemacht. Aber ja, noch gut. Eins, ja. Ich muss einfach okay. Mehr, ein bisschen mehr ausholen, vielleicht. Gut, wir haben morgen vor der Prüfung haben wir eh alles nochmal drin. Ah, ganze, gut.
alle Parkiermanöver drin. Auch mit Vorwärts und Seitwärts und alles. Gut. Genau. Ja, aber sonst, wie gesagt, Prüfung. Also ich denke jetzt, wenn das Prüfung gewesen wäre, ja, ich denke jetzt, dass es bestanden hätte, ist jetzt mit dem Parkieren. Weil der Rest ist jetzt eigentlich gut gewesen. Ja. Wir haben eben sogar zwei Autobahnen gefahren gewesen und beide haben gut funktioniert. Es gibt halt Leute, die haben das Parkieren. Ist nicht gerade so die Lieblingsdisziplin. Ja. Das ist auch schwierig. Aber, ja. Aber eben, solange wichtig ist halt, dass du dann schaust. Oder? Wenn du dann nur irgendwie vorher schaust und auch hinten fährst, das wäre dann schon etwas, wo dann auch der Prüfung kannst du durchgehen natürlich. Okay, einfach schauen. Also schauen. Und wenn du nicht so super drin bist, dann, ja, dann probierst du das Beste. Und dann sagt er vielleicht irgendwann, ja komm, wir fahren weiter. Hat keinen Sinn. Ja. Aber das, viel der wichtige Part ist sicher das Fahren. Ja. Also dass du Gefahrensituationen siehst, Fußgänger, einen Stopp machst und so weiter. Das okay. Ist sicher wichtiger. Ja. Genau. Ja. Wie habt denn ihr das Video gefunden? Oder besser gesagt, ihre Fahrt? Ich hoffe, ihr habt alle das erste Video von ihr gesehen. Wenn nicht, würde ich es euch oben mal verlinken. Ja, schreibt es euch in die Kommentare, wie ihr das gefunden habt. Und vor allem drückt ihr morgen Daumen. Oder besser gesagt, wenn ihr das Video gesehen habt, ist wahrscheinlich die Prüfung schon vorbei. Ja. Oder ziemlich sicher sogar. Ja. Aber einfach, ja, imaginär auf jeden Fall Daumen drücken. Hast du noch etwas zum Schlusswort? Nein, aber ich hoffe, ich bestehe die Prüfung. Das hoffe ich auch. Das hoffen wir alle. Ja. Genau. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao zusammen.